Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part des Minecraft Let's Plays. Letztens haben wir hier noch unsere Rubberbaum Sapling Farm, Rubberbaum Sapling Farm vor allen Dingen, unsere Rubber Farm installiert. Läuft hier jetzt auch mit über den Reaktor, der voll gepowert ist. Wir könnten es da, hat die nur 80. Ich hab schon gedacht, die hat doch mehr Output. Ne, Haare nicht. Ne, Haare nicht. Gut. Okay, das sollte jetzt auf alle Fälle reichen. Oh, leck. Ich reise jetzt hier mal alles ab. Das eigentlich nicht mehr brauchen. Stopf hier mal das Wasser. Dann kann das hier nach und nach wieder zugehen. So, ich würde sagen, ich leere mich jetzt gerade mal schnell aus. Das gehört hier nicht rein. Weil ich dann vorschlagen würde, dass wir noch mal ein bisschen farmen gehen. Damit wir wieder ein bisschen Rohstoffe haben. Irgendwann vielleicht mal unsere erste Quarry aufstellen können. Irgendwann mal. Vielleicht. Zum Dusten haben wir noch irgendwas. Ich bin jetzt mal so frei und taste hier mal so ein Stack Cobblestone. Ich gehe noch ein bisschen was rein. Genau, dann würde ich einfach sagen, wir gehen direkt los. Wie schaut es denn mit unserem Jetpack aus? Okay, das sollte reichen auf alle Fälle. Ich nehme noch ein bisschen Fisch mit, ich nehme aber nicht alles mit. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir mal wieder in die... Wow. Wo war das? Gehen wir einfach noch ein Lava. So, und dann würde ich einfach sagen, wir suchen uns einen neuen Weg. Gehen einfach ein bisschen wieder Straight Mining betreiben. Ich weiß, es ist wieder nicht das Interessanteste, aber ich meine, wir brauchen noch ein paar Rohstoffe, damit wir da was zusammenbekommen. Aber wir dürften fast auch oben mal wieder farmen, weil wir, glaube ich, noch ein bisschen Copper auch brauchen. Okay, also finden wir hier auch. Klar, gibt es hier fast auf jeder Höhe. Oder gibt es, glaube ich, sogar auf jeder Höhe. Aber Copper wäre auch mal nochmal wichtig. Müssen wir vielleicht nochmal schauen, dass wir auch mal zu Copper wieder kommen. Oh, Dias. Das ist schon mal sehr nice. Sehr nice. So, jetzt haben wir schon wieder 4 Dias gefunden. Geht heute richtig gut. So freut mich. So gefällt mir das Farm. Das ist Eisen und Dias, alles was wir brauchen. Gold haben wir, glaube ich, sogar genug. Oh oh. Hier ist ein Zombie. Ein Zombie. Jetzt ist er tot und ich auch fast. Warte, ich habe immer noch keine Rüstung, glaube ich, oder? Das ist echt hart. Aber mit ein paar Armor brauche ich jetzt noch nicht anfangen. Dafür habe ich noch viel zu wenig Rohstoffe. Eisen haben wir im Moment auch nicht so viel, dass ich sagen würde, dann bauen wir schnell mal eine Eisenrüstung. Aber werden wir wahrscheinlich früher oder später machen müssen. Weil uns sonst nichts mehr überbleibt. Und wir dann einfach nur noch jämmerlich sterben werden, wenn wir keine haben. Ich werde vielleicht auch jetzt dann mal... Alter, schon wieder Tiers? Hallo. Können dann auch mal irgendwann mit Mistcraft anfangen, vielleicht finden wir da was Schönes. Auf jeden Fall will ich halt die für die Quarries, die Mistcraft-Welt, weil ich die nicht hier in der normalen Welt aufstellen will, weil finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Weil man dann immer überall Löcher drin hat und so. Insofern möchte ich die sowieso in der Mistcraft-Welt aufstellen und ja, werden wir jetzt dann vielleicht sogar nächste Folge, wenn ich da noch dran denke, anfangen. Jetzt mal so eine kleine Mistcraft-Welt, beziehungsweise eigentlich müssen wir erstmal ganzen Rohstoffe für so eine Quarry zusammentragen. Und Tesseract und alles mögliche. Irgendwann müssen wir auch mal irgendwie zu den Endermans kommen. Wir könnten uns zwar einen Autospawner machen und mit dem dann Endermans spawnen. Bloß das Problem dabei ist, dass wir dafür auch erstmal 4 Enderpearls brauchen. Und das nächste ist, wir müssen dann Mob-Essenz irgendwo herbekommen. Das heißt, wir müssen irgendwie Monster spawnen. Das weiß ich noch nicht sicher, wie ich das machen soll. Mein Single-LP. Single-LP, ich sage immer Single-LP. Ihr wisst, was ich meine. Mein
Single-Spieler-Welt, der kein LP. Habe ich das Ganze so gemacht, dass ich da gibt es ja, ich weiß gar nicht, wie der Mod heißt, da wo man so ein Ritual durchführen muss und dann kommt da so lila eine Erde raus und da spawnen eben die Monster viel häufiger drauf oder viel öfter, viel mehr. Und genau, dann mit denen habe ich es halt dann gemacht, ein Silk-Touch-Hacke und das abgebaut und mit denen dann eine Mob-Farm gemacht. Allerdings muss ich hier erst mal so einen Teil finden und dafür habe ich bin ich glaube ich gar nicht in den Deep Dark gegangen, sondern habe ich rein zufällig in den Dschungel einen Tempel gefunden, also wirklich einen Vanilla Tempel, und ja, da habe ich dann dieses Teil gefunden. Ich war so froh, weil ich habe es gesucht und wollte immer in den Deep Dark und da raussuchen, weil da gibt es ja die Räume da, ja Räume, die nennt man das Tempel, keine Ahnung, irgendwas sowas. Und da ist eben auch häufig so ein Zeug drin. Aber ich hab's dann wirklich in der normalen Minecraft-Welt gefunden. Was mich irgendwie dann überrascht hat, aber ich war ganz froh drum. Schauen wir mal runter zu dem Zombie da. Wer jetzt auch immer ist. Es war mir jetzt irgendwie klar, dass die da ist. Ich hatte gerade Angst, dass ich hier so ein bisschen in die Lava falle. Jetzt wäre ich beinahe selbst reingerannt. Hui, Redstone. So, schauen wir mal, ist hier irgendwie etwas, was wir brauchen können? Redstone habe ich jetzt keine Lust, wenn das da hinter dem Lava versteckt ist. So, ja genau, essen wir die es. Schmecken bestimmt gut. Okay. Vielleicht noch schnell mal dahinter schauen. Okay, hier war ich eh schon. Schauen wir mal darüber noch. Ja, alles klar, alles klar. Stirb. Ui. Okay, hier ist noch einiges an Rohstoffen. Fangen jetzt aber mal hier oben mit den Eisen an. Ich meine, das Farmen gehört dazu. Ich sag's oft, glaube ich. Und ja, genau. Ich nehme jetzt die auch mal mit, da kann man nämlich später mal eine schöne Farm draus machen. Und auch nochmal ein bisschen Eisen bekommt jetzt von denen, oder später dann auch die Essence Berries, die sind eigentlich ganz wichtig. Juhu, ein Emerald! Die Essence Berries sind später eigentlich ganz wichtig, wenn man die Elevator benutzt. Und das kostet immer EP. Da kann man sich da eine schöne Farm bauen und dann hat man genügend EP. Für die Elevator. Ist da schon wieder ein Emerald gewesen? Mal hier das Eisen abbauen. Ist schon wieder eine. Alter, wie viele Emeralds sind hier? Jo, wir finden ganz viele Emeralds. Böses Skelett. Hinten ist nochmal so ein Busch. Hier ist auch noch einer. Ist, glaube ich, ein Aluminiumbusch. Ich glaube, es sind schon eigentlich ein bisschen eher gut Gears. Nee, die reichen uns auch nicht. Schnell was essen, Skelett kommen lassen und dann toten wir das Skelett. Schauen wir mal hier runter. Ein bisschen Kohle können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Ich bin schon wieder ein Zombie angerannt. Kohle kann man auch immer brauchen. Schlussfalls machen wir uns aus Kohle Dias. Wir das mal brauchen. Und da kommt wieder ein Zombie angerannt. Gut, dass wir die Map haben. Glaube ich, würde ich das nicht alles so checken. Hier waren wir schon mal, glaube ich. Alter! Kleiner voll equipped. Oh, jetzt ist er tot. So, jetzt darf ich ein bisschen aufpassen, weil mein Leben gerade wieder ein bisschen low ist. Aber wir finden einiges an Eisen. Ich glaube, da kommt schon wieder irgendwo ein Zombie an. Wo ist der? Ist der oben? Wo ist denn der? Oh,
Ich bin nicht so reingefallen. Die wird hier unten sein. Dort. Okay, hier ist einiges an Lava. Wir hätten vielleicht einen Wassereimer mitnehmen sollen. Oh, Ferius ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Das brauchen wir auch noch für Tesserax und so. Was ist denn das für ein Busch? Hä? Ach, das ist ein Zimbusch. Das ist gar kein Eisenbusch gewesen. Ich habe mit Absicht jetzt reingestellt, weil sonst würde mir der Busch verbrennt. Verbrennen. Verbrennt haben, ja. Ist klar. Okay. Ich nehme hier mal nochmal ein bisschen hoch. Ich weiß, jetzt wird es ein bisschen hoch, aber wir können vielleicht auch ein bisschen drauf schauen. Dass wir vielleicht auch noch ein bisschen Kupfer finden, aber so weit hoch werden wir hier wahrscheinlich nicht kommen. Hier sind schon wieder Emirates. Überall Emeralds. Das war eigentlich richtig nice. Oh nein. Hab's schon gemerkt, weil der hat ein bisschen lang zum Abbauen gebraucht. Ich meine, der hat noch einen aktiviert. Juhu, Quatsch! Wir haben noch so viel brauchen davon. Es ist nicht mehr feierlich. Quatsch ist echt das schlimmste Material hier in Minecraft. Wenn man es einfach so oft braucht für das ME-System. Oder so viel davon. Nicht so oft. Aber so viel braucht man davon. Das ist ein bisschen nervig. Zinn braucht man eigentlich gar nicht mehr so oft. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, früher im Feed the Beast, also noch im richtigen Feed the Beast in Ultimate, da war Zinn eigentlich eins von den wichtigsten Rohstoffen auch mit. Was werfen wir denn hier jetzt weg? Vielleicht die Zombie Brains. Heißt das, ich habe da vorne die Dinger liegen lassen. Das geht natürlich gar nicht. Die brauchen wir. Können wir nämlich auch nochmal Quarz draus machen in den Kompressor. Aber das werdet ihr bestimmt auch wissen. Schauen wir hier mal nochmal. Juhu, wir finden so viel Quarz. Haben wir noch hinten ein bisschen lang. Und vor allem auch Zinn so viel. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Hier noch ein bisschen Eisen. Don't dig down. Ich mach's trotzdem. Und ich mach's immer wieder. Alter, was wir jetzt gerade Eisen finden. Ist echt. Echt nice. Nee, da ist kein Eisen mehr hinter. Die Dinger habe ich auch noch nie gebraucht. Ich wollte mir jetzt eigentlich in meinen, ja, in meinen Singleplayer-Welt, in meinen Singleplayer-Welt, gutes Deutsch, wollte ich mir jetzt einen Fusionsreaktor bauen. Aber irgendwie ist mir ein bisschen zu kompliziert gewesen. Vor allem auch zu viele Materialien, was man da braucht. Also da braucht man ja ewig, bis man den gebaut hat. Also wirklich krass, wie viel Materialien das man da braucht. Oh oh. No! It's a skeleton! Jo, wir sind wieder voll. Okay, Bones brauchen wir vielleicht sogar noch. Oh nein! Nein! Sag bloß, unser ganzes Zeug ist wieder weg. Ich dreh durch. Ich dreh echt durch. Und die ganze Folge jetzt umsonst war. Nee, gut, okay, alles noch da. Alles noch da. Hoffe ich zumindest. Nein, unsere Hand ist weg und unser Jetpack. Da kann es jetzt echt nicht sein, oder? Nee, unsere Hand ist noch da. Unser Jetpack ist weg. Verdammt, unser Jetpack ist weg. Nein! Alter, ich dreh durch. Ich glaube, wir haben keine Energie.
Boah, ich dreh durch. Jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Okay, ganz ruhig. Alles ist cool. Okay. Gut, 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 gut. Dann würde ich einfach sagen, packen wir mal unser Zeug hier rein. Machen wir ein neues Jetpack. Ich glaube, das geht nicht. Oh, das hat mich jetzt erschreckt. So. Okay. Sollte vielleicht doch mal eine Rüstung bauen. Ich glaube, das wäre mal ganz nice. Das heißt, wir brauchen wieder Ingwer und wir brauchen wieder Eisen. Eisen. Iron Dust. Perfekt. Weil wir dann nochmal ein bisschen Ingwer, sage ich immer. Das ist natürlich kein Ingwer, sondern jetzt ist es Ingwer, aber vorher war es natürlich kein Ingwer. Und ich glaube, ich stelle mal noch eine zweite Chest dran. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen Holz in die Hand nehmen. Stellen wir da noch eine Chest dran. So, mag er das jetzt? Oder muss ich es jetzt umsortieren? Teilweise ist es echt ein bisschen blöd, weil er nur in die Kiste reinsortiert, das heißt in die gar nicht. Okay, der ist hier fleißig am Maceraten. Was denn jetzt unser Inver ingibt? Wir haben sogar noch ein paar. Oh Mann, dann fangen wir nochmal an mit unserem Jetpack. Was hatten wir denn? Was hatten wir normalerweise? Das heißt, wir brauchen Kopper, wir brauchen Kopper, wir haben keinen Kopper. Doch, wir haben noch ein bisschen Kopper. So, einfach haben wir Redstone, haben wir. Was brauchen wir noch? Lead brauchen wir noch. Lead haben wir auch. Zack. Brauchen wir zwei davon. So, dann brauchen wir die hier. Okay, da brauchen wir noch Zinn, glaube ich. Zinn-Ingot. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Hier wollte ich. Ist das kein Zinn? Doch ist Zinn, Redstone und. Ja, gut, vielleicht kann er die wieder nicht reinlegen. Zinn. Und Redstone. Das Ganze nochmal. Das Ganze schon zweimal und dann brauchen wir die hier noch. Dafür brauchen wir Elektrium und. Nennen die. Dann verprassen wir halt unsere Dias wieder. Gut, wir haben sogar noch 4 Elektrium. Machen wir es gleich so. Zack, dann haben wir die. So, das heißt, wir brauchen nochmal Elektrium. Verdammt. Verdammt, wir brauchen ein Pneumatic Servo. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Glas. Ein bisschen Glas und wir bräuchten noch mal hier so ein bisschen Golddust. Aber ich glaube, wir haben ja auch kein Gold mehr. Das heißt, wir müssen Gold noch mal dusten. Machen wir hier das Gold fertig. Packen wir wieder oben rein. Gold und Silber war das, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir auch nicht mehr. Machen wir mal 8 Stück gleich. Ich hoffe, dass das dann reicht. Ja gut, wir könnten jetzt eh gleich aufhören. Nehmen wir jetzt das Silber hier noch raus, ich weiß auch nicht mehr, ich glaube einfach so. Genau. Packen wir nochmal hier rein, haben wir nochmal ein bisschen Elektrium. Und dann würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Folge wieder mal ein Jetpack. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Naja, hilft ja nicht. Wir wollen unsere Fist weiter benutzen und wir brauchen auch ein bisschen Flugkraft. Insofern würde ich hoffen, auch wenn das ein bisschen eine Fail-Folge war, im Endeffekt wieder, hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat und ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
Und ja, dann sage ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Tschö!